Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ellermanns Welt. Ja, Ellermanns Welt hat auch eine Ellermanns Stiftung und die Stiftung, die feiert dreijähriges Jubiläum. Damals war es, vor 3 Jahren, da haben wir gefeiert, kräftig hier im Waldhaus die Stiftungsgründung mit der Hasper zusammen, denn die Ellermanns Stiftung ist ja im Hause der Hasper Stiftungen. Und den Hoteldirektor habe ich hier, den Moritz Kurzmann. Moritz, ich grüße dich ganz herzlich. Mein lieber Andreas, schön, dass wir wieder dabei sein dürfen. Am 28. feiern wir hier mit der Hot Volley in Hamburgs Osten sozusagen. Viele prominente Gäste haben sich angesagt, von Fürsten über Grafen bis hin zu sonst was wird zu Gast sein an diesem Abend, aber auch tolle musikalische Gäste und das Kulinarische darf natürlich nicht fehlen, denn es gibt ein paar Karten auch im freien Verkauf zu 159 Euro statt 199 mit Programm und mit Tanz. Bis 1 Uhr wird dieser Ball gefeiert und neben den musikalischen Highlights gibt es natürlich auch Leckerbissen. Was gibt es denn Kulinarisches? Oh, wir haben Rehrücken aus dem Sachsenwald dabei, Zander aus der Elbe, das Flusszanderfilet. Es gibt Frischlingsrücken aus eigener Jagd, aber natürlich kommen auch vegetarische Gäste auf ihre Kosten. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, freuen wir uns auch auf Barbara. Barbara ist ja die überhaupt, die Queen, die ja auch die Helene Fischer sehr gut imitiert, aber auch fast optisch rankommt. Wir zeigen mal kurz Barbara. Auf einer Insel irgendwo und morgen früh die Zeit für mich steht und du wirst sehen, auch ohne dich wird die Welt sich weiter drehen und du wirst sehen, auch ohne dich wird alles weitergehen. Ja, ihr Lieben, jetzt kommt noch einmal ein Refrain nur für euch. Ich möchte alle kräftigen Stimmen hören. Hier in Schwarzenbeck. Seid ihr bereit? Es geht los. Und morgen früh. Und ich bin du. Mit dir allein. Auf meiner Welt. Genau so. Und morgen früh küsse ich dich wach. Dann bleibt die Zeit für jetzt seid ihr dran. Noch einmal die Männer. Sehr gut. Und jetzt die Frauen. Klasse, und gemeinsam sind wir stark. Unsere Barbara wird ja zu Gast sein, das große Helene Fischer Doublespektrum sozusagen, das Special hier bei uns bei der Party. Über 100 Gäste dürfen im Ballsaal bei euch hier im Waldhaus mitschwufen. Auch Abi Hübner wird zu Gast sein, den wir gleich musikalisch einblenden, aber auch Gottfried Böttger wird dabei sein, der Starpianist von 3 nach 9. Und ich möchte noch einmal wissen, wann geht's denn überhaupt los? Wir starten um 18 Uhr mit einem Empfang hier vorne in der Lobby und im angrenzenden Saal. Was gibt's da zu trinken? Wir haben einen herrlichen Sekt, unsere Eigenmarke von der Mosel, 100% deutscher Riesling und natürlich auch eine alkoholfreie Variante und für dich ein Bier, mein lieber Andreas. Ja, in diesem Sinne finde ich das wieder gut, denn wir trinken ja immer gerne ein Bitburger Bier. Das muss sein. Ja, wir freuen uns ganz wahnsinnig und Abi Hübner, der hat dann diese Klänge dabei, denn genauso wie er vor kurzem in der Leishalle die Leishalle rockte, so wird er an dem 28.04. dann bei uns auch musikalisch alles zum Besten geben. Thank you.
bevor es soweit ist, sage ich Tschüss und ab an die Arbeit, Herr Kurzmann. Ja. Tschüss, tschüss. Am 28. ist es soweit, da wird kräftig geschmurft. Wir haben ja auch schon geschmurft hier im Weinkeller. Wir haben vor 3 Jahren hier die Eröffnung gehabt. Wir haben den Stadel gefeiert. Im Stadel ging es richtig musikalisch her. Und jetzt 3 Jahre die große Stiftungsfeier, Andreas Ellermann Stiftung. Meine Tochter wird da auch mit zu Gast sein und wird sich freuen und sie auch begrüßen. Sie ist ja auch mit im Stiftungsrat sozusagen drin, im Vorstand. Und jetzt werden wir musikalisch einmal in den Weinkeller des Waldhauses gehen, denn da wurde ja auch kräftig geschwurft. San Antonio Rose sangen wir mit der natürlich glorreichen Claudia Gülso, die Maklerin von Mieten kaufen wohnen. Aber auch Chris Roberts war zu Gast. Schauen Sie doch einfach mal rein. Viele Gäste und Fräulein Menke hat damals ihr Comeback sozusagen hier gefeiert. Sie war ganz am Boden. Keiner wollte sie mehr sehen, aber wir haben sie wieder aufgetaut. Bitte schön. Homeboy. Ganz wenige Karten gibt es noch, die gibt es hier an der Rezeption sozusagen, wenn wir unsere große Gala feiern, kulinarische Genüsse sind dabei. 159 Euro die Gala-Karte pro Person inklusive Spende, inklusive Buffet, inklusive Trinken, bis 1 Uhr auch Tanz bei diesem großen Ball hier in Hamburgs Osten. Andreas Ellermann Stiftung feiert 3-jähriges Jubiläum im Hause der Hasper Stiftungen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Und Oscar Benito mit seinen Die Paraguayos. So heißt der Name, Die Paraguayos, werden zu Gast sein. Oscar Benito und Die Paraguayos. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va. Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Tres de febrero llegó el patrón, señor San Blas. Ameniza la función, la banda de Trinidad. Galopera, baila tu danza hechicera, galopera. Soy corriente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní. So frisch wie das Wasser, so frisch wird unsere Feier natürlich auch am 28. Ich bin mal am gucken, ob hier ein Fisch ist. Nein, aber hier hinter mir ist der Stadel noch aufgebaut, der ja noch ein bisschen hier vor dem Waldhaus steht. Wir haben ja auch toll im Stadel gefeiert, die richtige Oktoberfest-Sause. Aber die nächste Sause ist am 28.04. hier im Waldhaus Rheinbeck zum großen Stiftungsabend. Ein paar Karten gibt es noch. Wenden Sie sich an das Waldhaus 727 52 0 727 52 0. Und wir gehen noch mal ganz kurz in den Stadel. Tschüss und bis nächste Woche 19:45 und 21:45 Uhr. Ihr Andreas Ellermann.
ficken. Dieses Haus ist alt und hässlich, dieses Haus ist kahl und leer, denn seit mehr als 50 Jahren da bewohnt es keiner mehr. Dieses Haus ist halb verfallen und es knarrt und stöhnt und weint. Dieses Haus ist noch viel schlimmer als es scheint. Das alte Haus von Rocky Docky hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Docky sah Angst und Pan und Not. Es wartet jeden Abend schon aufs neue Morgenrot. Das alte Haus von Rocky Docky hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Docky sah Angst und Pan und Not. Es wartet jeden Abend schon aufs neue Morgenrot.